Afghanistan, Irak, Kosovo. Auslandseinsätze sind für Berufssoldaten keine Seltenheit, manchmal für mehrere Monate am Stück. Was sie dort erleben, ist oft nicht leicht zu verarbeiten. Ja, da hat man schon die eine oder andere Situation, wo nicht so leicht war. Wir sind in der Versorgungsfahrt unterwegs gewesen, an der Ampelkreuzung angehalten. Es war Winter, Schneematsch. Dann kommen so Sinti-Roma-Kinder, waren es barfuß vorm LKW hin und hat nach Essen gebettelt. Da geht einem natürlich das Herz auf, jetzt auch als Familienvater, wenn man sowas sieht, ein Kind barfuß in dem Schnee rum und bettelt nach was zu essen. Und nebendran siehst du das Blechlager, wo die quasi gelebt haben, ohne Heizung, sag ich jetzt mal, oder vielleicht kein offenes Feuer drin. Das ist natürlich, da musst du schon mal schlucken, dass du sowas mitmachst. Über solche Erlebnisse zu reden, fällt vielen Berufssoldaten und Soldatinnen schwer. Durch die Militärseelsorge haben sie hier einen Ansprechpartner außerhalb des Militärs. Gäbe es keinen Militärseelsorger, würde jemand zum Reden fehlen. Für die Soldatinnen und Soldaten ist die Seelsorge deswegen wichtig, weil es doch immer wieder belastende Erlebnisse, Erfahrungen gibt. Das sind Situationen eben aus Afghanistan, man kennt die Bilder und die Berichte zum Beispiel vom Karfreitagsgefecht, wo Soldaten in Kriegshandlungen involviert waren. Und das sind schon außergewöhnliche Erfahrungen, die kein Mensch normalerweise macht. Der Militärseelsorger begleitet die Soldaten und Soldatinnen in erster Linie in ihrem Alltag in der Kaserne in Niederstetten. Doch vor allem im Auslandseinsatz spielt die Seelsorge eine noch größere Rolle. Auch und vor allem, was private Probleme in der Heimat anbelangt. Wir haben so eine Situation gehabt, da hat die Freundin angerufen und hat dann die Beziehung beendet, telefonisch im Einsatz. Man weiß ja nie, wie der Soldat drauf ist, wie er tickt. Für die Soldatinnen und Soldaten ist das Angebot der Kirchen innerhalb der Bundeswehr daher eine wichtige Stütze. Eine Anlaufstelle, um zu reden und gemeinsam Lösungen für deren Sorgen und Probleme zu finden. Aber noch wichtiger ist dann eben gerade im Einsatz da zu sein. Wenn mir jemand etwas anvertraut, dann ist das eine Sackgasse. Da geht es nicht weiter. Und das bietet eben der Soldatin, dem Soldaten eben auch die Sicherheit, dem Pfarrer etwas erzählen zu können. Zu wissen, da ist jemand da, wo ich auch wieder hinkommen kann.